lieber Helmut. Denk nur, heute in der Nacht bin ich plötzlich aufgewacht und ich schreibe dir, weil ich weiß, dass du wartest. Nun zerreiß meine Zeilen nicht, wenn ich dich um was bitte. Doch Moment, ich fahre gleich fort. Ich höre leise Tritte. Es ist der junge Mann, du weißt, der von nebenan. Er ist doch immer so nett, kommt an mein Bett. Nur wenn ich liege, natürlich, ich lüge, du wärst mir böse. Als Wort, ich löse, denkt er mein Wort. Er gibt seine Zeitung für und lässt sie mich lesen. Ich spare so Geld und das liebst du doch. Er hat überhaupt ein so reizendes Wesen. Noch gestern stoppt im Strom wie sie mein Loch. Du denkst jetzt, wir haben was miteinander. Oh nein, noch nicht. Doch das streich ich durch. Wir wohnen ganz einfach nebeneinander. Mein Zimmer, Helmut, das ist meine Wohnung. Es klopft. Du musst mich jetzt entschuldigen, morgen mehr. Ich bin nervös, mir fällt auch nichts Vernünftiges mehr ein. Kuss, gute Nacht, Lilly. Ich hätte dir alles mündlich sagen sollen. Vielleicht verstehst du meinen Brief gar nicht. Aber ich warte auf deine Antwort, Lilly.